Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 27. Januar 2018? Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade in Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber von dem Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens, was die chinesischen Astrologen als rote Vogel nennen. Und hier im Palast des Südens bewegt sich unser Planet Erde. In westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Unser Planet Erde hat immer noch einen Einfluss von den beiden Sternbildern, die südlichen Aselius und die nördlichen Aselius, die beiden Esel. Die Geschichte dazu habe ich gestern im Tageshoroskop erzählt. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge. Im chinesischen Astrologie heißt es, dass die Himmelskaiserin bewegt sich noch im Palast des Westens, was die chinesischen Astrologen als weiße Tiger bezeichnen, aber übergeht bald im Palast des Südens. Die beiden Lichter, Sonne und Mond oder der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin stehen in vollkommener Harmonie. Sonne im Wassermann und Mond im Tierkreiszeichen Zwillinge, also zwei Luftelemente, verbinden sie sich und das ist die Gleichgewicht und das spüren wir im heutigen Tag. Wir finden die innere Harmonie, die inneren Gleichgewicht. Mond hat einen Einfluss von einem königlichen Stern, Aldebaran. Aldebaran ist einer von den vier königlichen Sternen. Und so haben das die alten persischen Astronomen bestimmt, etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Aldebaran ist der Hauptstern im Tierkreiszeichen Stier, die Auge des Stieres. Dann können Sie fragen, was sucht ein Stern von Tierkreiszeichen Stier hier im Tierkreiszeichen Zwillinge, wo gerade die Mondbewegung ist? Die Antwort ist ganz einfach. Astrologisch unterteilen wir die Tierkreiszeichen gleich groß. In Wirklichkeit, im Himmel, diese Tierkreiszeichen, was nichts anderes sind wie Sternbilder, sind unterschiedlich groß. Aber sie haben eine Besonderheit, weil sie miteinander verbunden sind und bilden sich einen Kreis wie ein Gürtel und diese Verbindung heißt Ekliptik. Und in diesem Ekliptik befindet sich nicht nur die 12 Tierkreiszeichen, sondern es gibt auch ein 13. Sternbild, was auch im Ekliptik befindet und das ist nichts anderes als der Schlangenträger. Aber zurück zum Aldebaran. Aldebaran bestrahlt die heutige Mondbewegung. Aldebaran ist dieser königliche Stern, das Auge des Stieres, also Sehen. Übersetzt heißt dieser Stern die Wegweiser. Der Begriff, dieser Name kommt von Arabischen. Die alten arabischen Astrologen haben für die Sterne Namen gegeben. Also Aldebaran heißt übersetzt Wegweiser. Und warum ist Aldebaran ein Wegweiser? Weil nach Aldebaran, wenn Aldebaran erscheint im Himmel, dann wussten die Astronomen früher, dann kommen die Plejaden und erscheint als erstes Alkyone. Wer sind diese Plejaden? Das sind die sieben Geschwister, die Regengeschwister, die haben Tränen. Und diese Plejaden sind die Töchter von Atlas. Das ist dann wieder die mythologische Geschichte.
Das heißt, Aldebaran erscheint, leuchtet ganz hell im Himmel und dann folgen die Plejaden. Also Aldebaran gilt als Wegweiser. Aber die Auge auch nicht vergessen, weil das ist die Auge des Stieres. Also sehen, Wegweiser zu sein und die Ziele sehen vor unseren Augen und die Weg beschreiben, welchen Weg möchten wir gehen. Also das ist die Botschaft. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zu dem Planeten und kommt nochmal ein Einfluss und das ist Rigel. Und Rigel befindet sich im Orion, im Sternbild Orion. Orion ist der himmlische Jäger und Rigel befindet sich im Fuß des Orions, also Schritte zu machen. Also das ist eine klare Sprache, etwas klar und deutlich erkennen, also sehen, Wegweiser zu sein oder unseren eigenen Weg zu bestimmen und dann kommen auch die Schritte. Das ist die Botschaft, was die Sterne vermitteln und Mond nimmt diese Energie auf und leitet uns weiter. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen und welche Einflüsse kommen noch vom Planeten? Bei Sonnenaufgang geht der Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Ich beginne mit Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen finden gerade die innere Ruhe, die innere Harmonie. Sie haben ein Bedürfnis wahrgenommen werden und da haben sie gerade Erfolg. Wichtiges Thema auch Liebe, Partnerschaft. Aber nicht vergessen, hier bewegt sich auch die absteigende Mondknoten und das hat mit alter Karma etwas zu tun. Alte karmische Erinnerungen oder karmischen Begegnungen. Und Neuorientierung, das ist auch wichtig. Hier haben schon die Wassermann geboren noch Lernaufgaben. Aber der heutige Tag verspricht Leichtigkeit, innere Ruhe, inneren Gleichgewicht und auch Erfolg, weil sie sind gerade wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren haben auch das Bedürfnis wahrgenommen werden, aber hier entsteht eine gewisse Spannung. Das kann auch innere Unsicherheit sein, kann auch Angst sein oder dieses Gefühl, dass sie nicht ernst genommen werden und genau das kränkt momentan die Fischen geborenen. Es ist eine gewisse Spannung da und jetzt etwas Neues starten, beginnen, das ist nicht der richtige Augenblick. Also ich rate für die Fischengeborenen noch warten, geduldig zu sein, etwas vorbereitet und die kommenden Tagen kommt auch diese Wahrnehmung, diese Ausstrahlung, diese Auftreten und auch die Erfolg. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtiges Thema die Werte, die Wertschätzung des eigenen Selbst, Wertgefühl und auch die Finanzen. Das fühlt sich etwas unbeweglich zu sein momentan. Es ist auch nicht der richtige Augenblick, etwas investieren, Gewinn zu machen. Da sind Einschränkungen da. Dann kommt noch dazu eine Merkur-Uranus-Verbindung und das erzeugt eine gewisse Unruhe, was ein Gespräch auslösen kann. Das kann bedeuten, dass die Wiedergeborenen warten auf eine Nachricht und das kommt nicht. Kann auch bedeuten, dass eine schlechte Nachricht kommt und das bringt die Wiedergeborenen aus dem Gleichgewicht. Und weil alles so geheimnisvoll ist, kann auch bedeuten, dass jemand verrät die Geheimnisse oder kann auch geheime Feinde auch bedeuten, also viele Rede hinter dem Rücken. All das kann die Wiedergeborenen gerade treffen, also die Ruhe bewahren und die Geheimnisse nicht erzählen. Es ist eine gewisse Verrat oder Spannung da, also ein bisschen vorsichtig sein mit den Gesprächen und bei den Finanzen auch abwarten. Es ist gerade eine gewisse Sperre da, ist nicht der richtige Moment zum Handeln. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen, gute Gespräche und viel Bewegung in vertrauter Umgebung, Nachbarschaft, Bekanntschaft, Freundeskreis, aber auch Familie, Verwandte und da sind Veränderungen, kleinere Veränderungen, aber immerhin Bewegung, also Veränderungen, auch Gespräche, Kontakte und das ist sehr schön angenehm und das kann die Stiergeborenen weiterhelfen.
Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig die innere Ruhe, das eigene Zuhause. Und sie werden ihre Ideen umsetzen, etwas verändern im wohnlichen Bereich. Und das bedeutet entweder eine neue Einrichtung oder ein Umzug oder wohnlich etwas verändern, eine Reparatur zum Beispiel. Aber weil sie ein großes Bedürfnis haben gerade, diese innere Ruhe kann auch bedeuten, die innere Räumlichkeiten. Und das betone ich immer wieder mal, unsere Seele wohnt in unserem Inneren und braucht auch einen Raum, das sollen wir auch schön gestalten. Und dazu brauchen wir die Ruhe und die Zurückgezogenheit oder eine meditative Haltung. Also wir sollen um unserem Inneren auch kümmern. Und das können die Zwillingsgeborenen gerade gut gebrauchen. In die Liebepartnerschaft haben auch Glück und sie bekommen gerade Klarheit und es formt sich alles, kommt Stabilität. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die beruflichen Situation. Und sie haben auch dieses Bedürfnis, etwas zu verbessern beruflich. Und das ist jetzt gerade die schöpferische Energie da. Entweder durch ihren Ideen oder den guten Umgang mit Kollegen, Kolleginnen etwas verbessern in beruflichen Situation, sich zu beweisen oder ihre Ideen umsetzen, etwas Neues zu starten oder Selbstständigkeit, wie auch immer. Also sie sind gerade dabei, beruflich etwas zu verbessern oder verändern. Was wichtig ist bei den Krebsgeborenen, die Kontakte suchen, also nicht nur warten, bis das Gespräch kommt, sondern die Kontakte zum anderen suchen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig die Liebe, Partnerschaft. Und weil hier bewegt sich die aufsteigende Mondknoten, es sind auch karmische Begegnungen gerade möglich. In die nächste Zeit wird nicht nur die Liebe Partnerschaft sehr wichtig und da die Augen offen halten, wie das Aldebaran vermittelt heute, sondern auch neue Wege suchen beruflich, weil das wird in die nächste Zeit auch sehr aktuell sein. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist auch wichtig die Liebe Partnerschaft. Sie fühlen sich zwar unsicher oder sie bekommen momentan nicht die Bestätigung, aber die Gespräche helfen, über Gefühle zum Sprechen, etwas klären und so kommt das alles in Form. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben zurzeit Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie verspüren auch diese Leichtigkeit. Was aber die Ämter betrifft, wie Terminen, Vertrag, Steuerberater, Finanzamt oder Banken oder in Erbschaft, da ist etwas unbeweglich, die Wagengeborenen fühlen sie sich machtlos oder läuft etwas ungerecht, da sind sie die Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren hat eine Bedeutung, die Reisen oder Ausland oder ein Besuch von Ausland, Möglichkeiten im Ausland oder in Fremdsprache. Und beginnt auch etwas Neues bei die Skorpion geboren und das ist die Wandlung, etwas transformieren, besonders wenn es um die Gefühle geht, Angst loslassen oder Schuldgefühl, Neuorientierung, etwas verändern, vielleicht das Blick ändern, etwas mit anderen Augen betrachten und etwas in Bewegung setzen. Ein Gespräch, eine Nachricht ist unterwegs und es kann angenehm sein bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben einen Aufstieg beruflich. Sie verspüren auch diese Leichtigkeit, diesen Erfolg. Sie sind auch wahrgenommen und in die Liebe, Partnerschaft haben sie auch Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sind gerade dabei, etwas klar und deutlich sehen und erkennen, das sind Erkenntnisse, aber sie sind auch noch Gespräche und die Steinbockgeborenen versuchen hinter den Kulissen zu schauen. Das kann auch geheime Gespräche sein, dass jemand etwas erzählt hinter dem Rücken oder es sind bestimmte Geheimnisse und die Steinbockgeborenen haben das Gefühl, sie werden jetzt verraten momentan. Das ist die Spannung zwischen
zwischen Merkur und Uranus. Und da sind die Steinbockgeborenen, die Wiedergeborenen betroffen. Aber die Steinbockgeborenen haben das Glück, dass sie eine Lösung haben oder eine Erklärung oder Erkenntnisse. Also kommen auch bei den Steinbockgeborenen gute, sehr gute Einflüsse dazu. Und es ist möglich, etwas zu klären, etwas in Ordnung zu bringen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.